Entscheidungsregel mit vorgegebenem Signifikanzniveau beim rechtsseitigen Test. Eine Stichprobe mit n gleich 100. Ja, wobei die H0, die Nullhypothese, spezifiziert ist als die Wahrscheinlichkeit für etwas soll kleiner gleich 0,1 sein. Für die Hypothese natürlich H0, die wir verbal in diesem Fall nicht behandeln, die dann hinterher in den Beispielen kommt. Daraus ergibt sich dann die H1, da will ich nicht doll drauf eingehen, und das Signifikanzniveau soll bei 2% liegen. Das heißt, eigentlich soll Alpha kleiner gleich 2% sein. Hier jetzt noch einmal die eigentlich Binomialverteilung mit Rechtecken hier unter der Kurve. Ich habe das jetzt hier nur da skizziert. Wir haben hier auch schon den Erwartungswert eingetragen, μ gleich 10. Und jetzt ist das ja ein rechtsseitiger Test, weil dieses Maul hier nach rechts auf ist. Jetzt gehen wir hier in der Vorstellung oder meinetwegen auch in der Skizze, die man auf dem Schmierblatt macht, gehen wir dahin und sagen, okay, der Fehler auf dieser Seite, wir wollen hier irgendwo eine Trennlinie einziehen, beziehungsweise diese Zahl hier ist ja k, wollen wir einziehen, sodass das, was wir hier hinten schraffieren können, sodass die Wahrscheinlichkeit dafür kleiner oder gleich 0,02 ist, denn 0,02 ist ja 2%. Das bedeutet, wir gehen jetzt entweder mit P, mit 0,1 als P, mit n gleich 100 in die Tabelle und sagen, in die kumulierte Tabelle der kumulierten Wahrscheinlichkeiten, jetzt habe ich ausgeschrieben, x, und finden dort bei x kleiner gleich 16, normalerweise schreiben wir hier erstmal gleich k hin, bei 16 finden wir gleich 0,9794. Und bei p 0,1 von x kleiner gleich 17 finden wir 0,9900. Was bedeutet das jetzt hier? Wir sind ja von der Anschauung gekommen und haben gesagt, hier ist der Erwartungswert bei der gestrichelten Linie, die hier ein bisschen mehr gestrichelt sein könnte, damit man sie besser erkennen kann. Und jetzt gucken wir, weil wir ja wissen, es ist ein rechtsseitiger Test, gucken wir jetzt nach k-Werten, die größer sind als 10, und überlegen uns dann, dass das, was wir hier als Zahl rauskriegen, eigentlich der nicht schraffierte Bereich ist. Das bedeutet, beim rechtsseitigen Test müssen wir, wenn wir mit Alpha kleiner gleich 0,02 rechnen wollen, eigentlich sagen 1 minus p 0,1 von x kleiner gleich 17 soll halt, ich schreibe hier bewusst jetzt mal das k hin, kleiner gleich 0,02 sein. Das heißt, wir gehen in die Binomialverteilungstabelle rein für n gleich 100 und p gleich 0,1 und suchen jetzt ein k, für das diese Gleichung kleiner ist oder diese Term hier kleiner ist als das. Dann gehen wir also dahin und sagen, okay, jetzt finden wir da die 17, da haben wir 0,990, 1 minus 0,990. 1 minus 0,990 ist 1 minus 0,001. Nee, 0,01. Sorry. Und dieses 1 minus das ist halt 0, was habe ich hier geschrieben? 0,0399. 0,399. Oh, hoffen, dass ich das richtig abgeschrieben habe. Jedenfalls ist dieser Wert hier größer als das. Und dieser Wert ist kleiner als das. Und deswegen nehmen wir diesen hier an. Und x kleiner gleich 17, wenn wir uns jetzt bei der Entscheidungsregel befinden, dann können wir a nicht von H0 spezifizieren als, und da ist es auch manchem noch unwohl, 18 bis 100. 18 bis 100. X kleiner gleich 17 beinhaltet die 17. Das heißt, die 17 hier, die gehört noch zum nicht schraffierten Bereich. Und wir haben ja zum Beispiel Leute, die wir befragt haben. Wir können ja nicht mit 17,5 oder 17,1 da rausgehen, sondern wir müssen mit ganzen Personen da rausgehen. Das heißt, wenn mehr als 18 Personen, inklusive der 18, ne? Also wenn wir 18, 19, 20 und so weiter bis 100 Personen haben, die etwas Bestimmtes antworten, zum Beispiel, das ist ja hier meist mit einer Befragung. Dann würden wir H0 ablehnen. Das heißt, dann wäre das der Ablehnungsbereich und dieses hier
wäre dann die Wahrscheinlichkeit dafür. Gut, das soll, ich habe deswegen gewartet, damit es ein bisschen sitzen, sich setzen kann. Und dann zeige ich das Schildchen, freue mich auf Kommentare und sage Tschüss.